Herzlich willkommen und schön, dass du wieder da bist. Zu Beginn des neuen Jahres, ich wünsche dir für das kommende Jahr alles erdenklich Gute und das von ganzem Herzen. Als ich heute Morgen noch so im Bett lag, habe ich mich gefragt, was kann ich denn heute zu Beginn des Jahres als vielleicht wichtige Botschaft rüberbringen zu euch? Da ging mir Folgendes durch den Kopf. Mein Leben heute ist eigentlich das Produkt aus dem, was ich in der Vergangenheit gelebt habe. Und wenn es da irgendetwas gibt, was vielleicht verbesserungswürdig wäre, dann ist es wichtig zu verstehen, dass wir etwas verändern müssen, dass wir Mut haben müssen, etwas zu verändern. Wenn wir die Muster aus der Vergangenheit immer weiterleben, wird sich nichts verändern. Das Wichtige ist also das, was ich auch in dem ein oder anderen Video immer gesagt habe. Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und Veränderung ist nur möglich, wenn ich auch den Mut habe, Neues zu tun. Und wenn wir auf das kommende Jahr blicken, dann steht natürlich im Vordergrund unsere Gesundheit, unser Immunsystem. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir der Gestalter unseres Lebens sind, dass wir im Grunde dafür sorgen können, uns gut aufzustellen und zu stärken, dann braucht es einen offensiven Geist, der uns irgendwie die Kraft gibt, Neues zu tun. Und um uns gesund und immunstark zu machen, dafür ist einfach wichtig, dass wir eventuell neue Wege gehen. Auf unterschiedlichen Ebenen. Denn in einer ganzheitlichen Betrachtung unseres Körpers und unserer Gesundheit gibt es immer viele Ursachen, viele Ebenen für die Möglichkeit einer Gesundung, einer Verbesserung unserer Situation. Und wenn ich mir vorstelle, dass uns diese Ebenen gar nicht alle wirklich bewusst sind, dann soll es jetzt am Anfang des Jahres nochmal darum gehen, auf welchen Ebenen können wir denn Dinge verändern? Dann müssen wir uns natürlich fragen, wollen wir das wirklich? Und wenn wir das dann wirklich wollen, dann müssen wir es auch tun. Diese Ebenen, die Gesundheit und ein starkes Immunsystem ausmachen, die zeige ich dir jetzt noch einmal einfach in Worten auf einer Liste, die ich jetzt einfach noch mal vorlese. Ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, Humor und Lachen, positives Denken, Stille, Meditation, Gebet, Natur, Wald, Sonne, guter Schlaf, gute Regeneration, soziales Miteinander, Zärtlichkeit, körperliche Berührung, sei du selbst, Stressreduktion, Sauna, Wechselduschen, ausreichend Pausen machen, bewusstes Atmen. Und das alles in einem guten Maß, das ist vielleicht das Schwierigste, ein gutes Maß in allem zu finden. Und das geht nur, wenn wir gute Selbstbeobachter sind, wenn wir darauf schauen, wie verträgt unser Körper das, wie verträgt mein Denken und Fühlen das, was ich tue. Und diesen Selbstbeobachter nochmal zu aktivieren, und euch das auch nochmal so mitzuteilen, das ist mir am Anfang dieses Jahres besonders wichtig gewesen. Beobachtet euch selbst und guckt, auf welcher Ebene ihr das ein oder andere anfangt zu verändern. Am besten fängt man mit Veränderung da an, wo man gerade spürt, dass man eine gute Energie in dem Bereich hat, um jetzt was zu verändern, wo man fast Lust hat, etwas zu verändern. Und was ich euch versichern kann, ist,
immer dann, wenn man seinen inneren Schweinehund überwindet und wenn man eben was getan hat, dann fühlt man sich auch gut. Und dieses gute Gefühl, das muss man genießen. Da muss man sich über sich selbst freuen können. Und wenn ihr das versucht, auf all diesen Ebenen, die ich vorhin gezeigt habe, dann kommt eins zum anderen und wir können sagen, wir sind die Gestalter unseres Lebens. Wir sind die Gestalter unserer Gesundheit und wir nutzen die Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Ich wünsche euch dafür in dem kommenden Jahr ganz viel Kraft und freue mich, wenn ihr ein kleines bisschen davon, von dieser positiven Denke mitnehmt. Alles Gute für euch. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ihr müsst einfach auf Abonnieren drücken und ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt.